Guevara hat mich dann jetzt, naja, melancholisch so zu rechnen, aber über 40 Jahre so ungefähr begleitet. Das war ganz sicher eine der Erweckungsfiguren dieser sogenannten 68er-Bewegung, die in Deutschland 67 begonnen hat. Mich hat natürlich bei der Frage, warum ich mich jetzt mit dieser Figur nochmal beschäftigt habe, ich habe ja ganz andere Umwege, eher über dann als Historiker nun über osteuropäische Gefilde, Geschichte deutsch-russischen Beziehungen und andere Themen, dann auch nochmal über die Geschichte der westdeutschen Neuen Linken. Warum ich mich also mit dieser Figur nochmal beschäftigt habe, dann hat es eben mit der Frage zu tun, wofür steht er eigentlich? Man kann ja sagen, dass eigentlich von all den Ikonen dieses Weltzeitalters sein Bild übrig geblieben ist. Ja, also jungfräulich wie am ersten Tag, könnte man sagen, in unbeschadeter Reinheit und Schönheit. Was natürlich damit zu tun hat, dass er jung gestorben ist, die erste Voraussetzung für Unsterblichkeit, Da Young. Aber nicht nur. Er war schon auch eine ungewöhnliche Figur. Also wenn man ihn mal in die Ikonen dieses Zeitalters einreiht. Es hat mich natürlich auch schon die Frage interessiert, das ist dann etwas, was so in der Ära Bush einen doch dann zunehmend nochmal wieder beschäftigt hat, wie diese Verspannung zwischen diesem großen Nordamerika und diesem kleinen Kuba vor der Küste von Florida, wie die sich über 40 Jahre hinweg in dieser Form erhalten hat. Also insofern ist mein Buch ja auch nicht eine Biografie Guevaras, sondern der Untertitel heißt eben Das Guevara-Projekt. Das Guevara-Projekt war, kurz gesagt, das Projekt einer Weltrevolution gegen den Weltfeind dieses Zeitalters schlechthin, aller Linken oder sich Entkolonialisierenden dieser Zeit, die USA. Und das Ungewöhnliche war, er Ernesto Guevara, in erster Person, wollte gewissermaßen dieses Feuer entzünden. Er wollte diese Weltrevolution entfachen. Und er hat ja dann um die Zentralfigur des Guerillero, ja, eigentlich ein Begriff, der ganz aus dem lateinamerikanischen Kontext kam, in europäischen Kontexten, im Zweiten Weltkrieg hat man von Partisanen gesprochen, jetzt war es der Guerillero. Und der Guerillero war aber so eine universelle Befreiungsfigur und die ganze Wirkungsgeschichte jedenfalls, das führt dann in meine Biografie wieder zurück, kann ja gar nicht erklärt werden, ohne diese spezielle Chemie, die gerade zwischen dieser von jungen Männern geführten kubanischen Revolution im Kontext dieser aufstrebenden dritten Welt der 60er Jahre, vorher hat man von einer dritten Welt gar nicht gesprochen, zwischen den beiden großen Weltlagern und dieser sogenannten Neuen Linken, gerade auch im Westen selbst, entstanden ist. Also habe ich mich dieser Figur nochmal genähert. Ich muss dazu sagen, es sind eigentlich drei biografische Fäden, die in dieses Buch hineingewebt sind. Natürlich könnte man ja die ganze Geschichte des Che nicht erzählen, also des Ernesto Guevara, genau gesagt, des Ernesto Guevara de la Serna il Uosa, ja, ein fast adeliger Name, kommen wir noch drauf, Argentinier, ja, von Haus aus, und diesem Fidel Castro,
der ihn mitgenommen hat nach Kuba, diesen eigentlich weltreisenden jungen Mann, den er dort aufgegabelt hat, der auf der Suche nach irgendwie einer großen Sache war, die seiner würdig wäre, der schon eine vage Idee hatte, dass er irgendwo kämpfen will, aber er wollte eigentlich nach Europa, er wollte nach Russland, er wollte nach China, er wollte nach Indien. Also in der Zeit, in der er dort in Mexiko war, als diese Gruppe der Kubaner ihn als Arzt aufgelesen hat, um zu dieser Expedition mitzukommen, hatte er ungefähr 20 Reiseziele in der Welt auf seiner Karte. Er war also eigentlich ein Globetrotter. Ja, insofern ist das auch eine kurze Geschichte der kubanischen Revolution und auch ein kurzer biografischer Abriss der Figur von Fidel Castro, den man in gewisser Weise als den Schöpfer und Erfinder des Che bezeichnen könnte. Und als eine dritte Linie mit hinein verwoben ist die Figur von Tamara Bunke, die hierzulande wahrscheinlich kaum bekannt ist. Tanya La Guerrillera, sie kam aus der DDR. Sie hat ein etwas kurioses Nachleben als eine Heroine der FDJ geführt in den 70er, 80er Jahren, aber immer so ein bisschen gedämpft, weil ja dieses ganze Guevara-Projekt aus sowjetischer Perspektive doch sehr nach Abenteurertum roch, wenn nicht nach Trotzkismus oder Maoismus, also sehr bedenklich. Und da war nun eine junge DDR-Bürgerin, die sich für dieses Projekt mit einem gewissen Feuereifer zur Verfügung stellte. Sie stammte aus Argentinien, wo sie in der Emigration, ihre Eltern waren deutsch-jüdisch-russische Emigranten aus Deutschland, die in Argentinien im Exil gewesen waren und die dann 52 in die DDR zurückgekommen haben. Aber sie hatte einen argentinischen Pass, sie hatte auch immer Heimweh nach Lateinamerika. Und das war der Grund, warum sie als dann Dolmetscherin auch des Spanischen Guevara als Industrieminister dann schon 1960 kennenlernte bei seiner kurzen Reise durch die DDR. Und er sagte, komm doch nach Kuba. Und da ist sie kurz vor dem Mauerbau noch, hat sie rübergemacht, könnte man sagen. Selber auch in einer Welt ihrer eigenen Traumpfade leben. Das ist ja ein bisschen hier der Obertitel meines Buches. Sie dürfen ruhig ein bisschen an Bruce Chatwin dabei denken, wobei das Buch ja von Bruce Chatwin im Original heißt Songlines. Also es geht ja um die australischen Aborigines, die sozusagen auf einer inneren mythischen Landschaftskarte sich bewegten. So hat jedenfalls Bruce Chatwin als Angehöriger der britischen Aristokratie, der die Welt bereiste, sich das vorgestellt. Und so eine Art Bruce Chatwin-Typ war Che auch, der auf seinen eigenen Traumfaden reiste und Tamara Bunke auf ihren Traumfaden, die sehr früh etwas zu tun hatten mit, ja, mit der Arbeit an der, also mit einer verdeckten Arbeit im Leib der Bestie, wie Guevara später sagen würde. Ja, also beim Gegner. Das war eigentlich ihre Geschichte, dass sie für dieses Guevara-Projekt als eine Vorausfrau nach La Paz, Bolivien, das war ja das letzte Kapitel dieser Guevara-Epopöe, geschickt wurde, um dort Quartier zu machen, unter falschem Namen, mit falscher Identität, als eine Agentin des kubanischen Geheimdienstes. Und so aber in dieser Welt der Geheimdienste war sie auch in ihrer Fantasie, in ihrer Jugend sehr stark aufgewachsen. Also so bewegten sie sich beide ein wenig auf ihren eigenen Traumfaden. Jetzt will ich vielleicht mal ein kurzes Stück lesen. Sie haben das auch erwähnt, mein Buch wird immer so als der Mythensturz, der Mythenkiller
eine Utopie wird entzaubert oder so ähnlich hießen dann die Rezensionen, die ja sehr wohlwollend war. Aber es stimmt nicht ganz. Ich habe mich der Faszination dieser Figur von Che gar nicht irgendwie auf Teufel komm raus entziehen wollen. Ich habe eher versucht, mich dieser Figur wirklich zu nähern, sie wirklich als eine historische Figur zu nehmen, immer mit dieser Ausstrahlung, die sie selber hatte. Die hatte er eben auch zu Lebzeiten und als Toter dann erst recht. Und auch aber diesem Zug von einem Wandeln, ja, wie ich es nennen würde, auf mythopoetischen Traumfaden. Also ich lese mal eine kurze Passage, die gehört zu diesem Bild dort. Eine der vielen Bildikonen Guevaras zeigt ihn in Bolivien, in einem Baum sitzend und lesend. Ein Luftmensch, der immer zugleich in einer Parallelwelt der Bücher lebte. Dazu gehörte von Kindesbeinen an Cervantes' klassische Geschichte vom armen Ritter, der sich in die Welt seiner Romane derart verstrickt hatte, dass er endlich beschloss, Zitat, sowohl zur Vermehrung seiner Ehre als zum Besten seiner Republik, ein fahrender Ritter zu werden und mit Rüstung und Pferd durch die ganze Welt zu ziehen, um alles Unrecht aufzuheben und sich Arbeiten und Gefahren zu unterziehen, die ihn mit ewigem Ruhm schmücken würden. Gewiss, der Don Quixote des Miguel de Cervantes ist eine komplexere Erzählung und Figur als die in alle Weltsprachen als das in alle Weltsprachen übertragene Jugendbuch mit seinem sprichwörtlichen Ritter von der traurigen Gestalt, der gegen Windmühlen kämpft. Dennoch ist erstaunlich, wie diese altspanische Humoreske sich in der lateinamerikanischen Lektüre des 19. und 20. Jahrhunderts in eine vollkommen ironiefreie Parabel vom Kampf eines edlen und selbstlosen Geistes gegen die Übel und Ungerechtigkeiten der Welt verwandelt hat, dessen tragische Noblesse gerade in seiner Aussichtslosigkeit liegt. Genauso hat auch der junge Ernesto Guevara sie gelesen und auf sich bezogen, eng verknüpft mit José Hernández' Verserzählung vom gesetzlosen Gaucho Martin Fierro, der vielfach als der argentinische Quijote bezeichnet wurde und bald nach seinem Erscheinen Ende des 19. Jahrhunderts in den Rang eines argentinischen Nationalepos erhoben wurde. Seiner Freundin und späteren Frau Hilda Gadea schenkte Guevara dieses Buch in Mexiko mit der vieldeutigen Widmung für Hilda, damit ihr am Tage des Aufbruchs die Grundlage meines Strebens nach Horizonten und meines kämpferischen Fatalismus bleibt, Ernesto. Die Grundlage seines Strebens nach Horizonten war demnach die Literatur. Tatsächlich ist im Lauf der 90er Jahre ein Fundus von Gedichten und Erzählungen, Tagebüchern und Reisebildern, literarischen und philosophischen Notizen Guevaras zum Vorschein gekommen, die der eindimensionalen Ikone des Che als einem ehernen Soldaten der Weltrevolution andere, gebrochenere Farben und Facetten hinzugefügt haben. Darunter das Bild eines verhinderten Schriftstellers, der sich freilich auch als Tatmensch in die Geschichte seines Zeitalters einschreiben wollte. 2 Monate bevor er mit der Expedition Fidel Castros nach Kuba aufbrach, also das war im Herbst 1956, schrieb er nach Hause: Liebe Mama, wie du dich erinnern wirst, habe ich an einem Buch über die Rolle des Arztes in Lateinamerika gearbeitet, aber erst ein paar Kapitel fertig geschrieben, die sich nach einem Pamphlet mit einem Titel wie Körper und Seele anhören. Es ist nichts als Schrott, schlecht geschrieben. Schließlich, als ich wieder mit dem Schreiben begann, musste ich feststellen, dass es meiner abenteuerlichen Flugbahn widersprach. Und so beschloss ich, mich zuerst mit der Ordnung der Dinge auseinanderzusetzen. Schutzschild in der Hand mit all meiner Fantasie, um dann, falls die Windmühlenflügel mir den Kopf von den Schultern reißen, später weiterzuschreiben. Auch hat seine abenteuerliche Flugbahn ihn bereits viel weiter hinaus und viel höher hinaufgetragen hatte, folgten seine Abschiedszeilen an die Eltern, als er im Frühjahr 1965 in den Kongo aufbrach, derselben vertrauten Metaphorik. Liebe Alte, wieder einmal fühle ich unter meinen Fersen die Rippen Rosinantes. Ich kehre auf den Weg zurück, mein Schild unter dem Arm. Viele werden mich einen Abenteurer nennen und ich bin auch einer. Nur von einem anderen Typ. Einer von denen, die ihre Haut hinhalten, um ihre Wahrheit zu beweisen. Nun wird der starke Wille,
den ich mit dem Vergnügen eines Künstlers geschliffen habe. Also er selbst schleift seinen starken Willen mit dem Vergnügen eines Künstlers. Meine schwachen Beine und meinen müden Lungen weitertreiben. Sie wissen, er war ein schwerer Asthmatiker. Ich werde es schaffen. Denk bisweilen an diesen kleinen Condottiere des 20. Jahrhunderts, Ernesto. So war aus dem verhinderten Schriftsteller ein kleiner Condottiere geworden, ein Söldnerführer in den Zeiten der Renaissance und der Religionskriege, aber auch ein Virtuose der Kriegskunst. Schließlich erhielt sein Vater Ernesto Anfang Januar 1967 einen letzten im bolivianischen Dschungel geschriebenen, mutmaßlich von Ches Verbindungsfrau Tamara alias Tanja expedierten Brief mit argentinischer Marke, der in dieselbe vertraute Kerbe schlug. Don Ernesto, durch den von den Hufen meiner Rosinante aufgewirbelten Staub hindurch, mit eingelegter Lanze, bereit meine Feinde, die Riesen des Nordens, zu durchbohren, sende ich euch in aller Eile diese fast telepathische Botschaft, entbiete euch den traditionellen Neujahrsgruß und umarme euch alle. Auf bald, auch falls wir uns nicht wiedersehen, dein Sohn. Der Kreis schloss sich, als die bolivianische Armee im Rucksack des Guerillaführers, der ihr bei seiner Festnahme und Ermordung in die Hand fiel, unter den konfiszierten Büchern, Heften und Papieren auch eine eigenhändige Abschrift des Poems des nicaraguanischen Dichters Rubén Diario, Psalm unseres Herrn Don Quixote, fand, das mit den Versen beginnt: Herr der König der Edelleute, Herr der Betrübten, welch starke Atemzüge und welch klare Träume, gekrönt vom lichten Helm der Illusion. In dieser literarisch entrückten Gestalt eines modernen Quixote also, eines Ritters der Revolution, der sich mit Nerudas großem Gesang, das war sein Hauptwerk, im Gepäck reiste, hat Ernesto Guevara de la Serna y Bossa, genannt der Che, sich auf den weißen Blättern seines Lebens und dem Buch des Jahrhunderts in großen Schriftzeichen verewigt sehen wollen. Im Rucksack Tanja Tamaras, die entgegen den Befehlen Guevaras ihre Rolle als Verbindungsfrau in La Paz aufgegeben und sich ohne Möglichkeit der Rückkehr in die kleine Guerillatruppe eingereiht war, sie war also die einzige Frau in dieser Guerilla, entgegen den Befehlen, fand sich ebenfalls ein Gedicht, das sie selbst verfasst hatte, bevor die Kugel des Feindes sie beim Überqueren des Rio Grande traf. Ob sie diese Zeilen in den Monaten qualvoller Irrmärsche durch die unwegsamen Bergwälder von Yankahuasu geschrieben hatte, oder ob sie aus den Jahren ihrer schizophrenen Doppelexistenz als Gesellschaftsdame und Undercover-Agentin in La Paz stammten, bleibt unklar. Jedenfalls bilden sie eine todtraurige Paraphrase des klingenden Mottes Korchagin Ostrowskis. Das war der sowjetische Jugendroman schlechthin, wie der Stahl gehärtet wurde. Guevara hat ihn fast zur selben Zeit wie sie in der DDR in Mexiko gelesen, von einem Kulturattaché, tatsächlich einem späteren KGB-General der sowjetischen Botschaft bekommen. Fidel Castro hat ihn ungefähr zur selben Zeit im Gefängnis gelesen. Das war also so die stalinistische Hochromantik, in der die zentrale Figur Korchagin jemand war, der dann auch für die Cheka, die Geheimpolizei, arbeitete. Also jeder gute Kommunist war ein Chekist. Und in dem es eben diese berühmte Zeile dann gab, die so etwas wie der Konfirmationsspruch der FDJ war. Und der zierte in Schönschrift die vordere Seite des Tagebuchs von Tamara Bunke, alias dann Tanja. Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es ist ihm nur einmal gegeben und benutzen soll er es also, dass ihn zwecklos verlebte Jahre nicht bedrücken, dass ihn die Schande einer niederträchtigen und kleinlichen Vergangenheit nicht brennt und er sterbend sagen kann, mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Herrlichsten in der Welt, dem Kampf um die Befreiung der Menschheit gewidmet. Das hatte sie in Schönschrift auf ihr Tagebuch vorne drauf geschrieben, nur dieses Tagebuch blieb leer. Und deshalb sage ich, diese Verse, die ich Ihnen gleich lesen werde, bilden eine todtraurige Paraphrase
auf das klingende Motto Korczagin-Ostrowskis. Ostrowski war der Autor, es war ein autobiografischer Roman, mit dem sie ihr ungeschriebenes Tagebuch einmal eröffnet hatte. Und sie sind so etwas wie die letzten lesbaren Zeilen, die die Revolution auf die weißen Blätter ihres kurzen Lebens geschrieben hatte. Eine Erinnerung zurücklassen, womit werde ich fortgehen, wie Blumen, die verwelken, wird mein Name eines Tages nicht sein, werde ich nichts von mir zurücklassen auf dieser Erde, wenigstens Blumen, wenigstens Lieder, was soll mein Herz tun, vielleicht sind wir umsonst zum Leben, zum Aufblühen auf diese Welt gekommen. Also Sie sehen, ich schreibe hier kein Heldenlied, sondern das Ganze ist auf einen eigentlich eher melancholischen Ton gestimmt, jedenfalls was dieses Ende angeht, in dem, was die reale Geschichte dieser Figuren angeht, manchmal auch auf einen ironischen, manchmal auch auf einen etwas ätzenden und kritischen Ton und manchmal auch durchaus auf einen etwas bewundernden Ton. Ja, was ist die kurze Geschichte dieser Figuren? Über den jungen Guevara habe ich Ihnen schon etwas gesagt. Sie wissen, vor Jahren gab es ja diesen Film, die Motorcycle Diaries, also die große Entdeckungsreise des jungen Guevara. Vorher hat er das schon mit einem Fahrrad mit Hilfsmotor durch Argentinien gemacht, nun also durch Lateinamerika als junger Arzt, mit einem Interesse für Lepra-Krankheit. Auch sein Freund Granado war Leprologe. Und das hatte etwas zu tun mit seiner Krankheit. Er war Allergologe eigentlich. Er hatte also durchaus auch wissenschaftliche Ambitionen. Aber er fuhr durch dieses Lateinamerika eben wie durch eine mythische Landschaft. Er war der Sohn eben aus der weißen Oberschicht, allerdings verarmten Teilen der weißen Oberschicht in Buenos Aires. Ein Großonkel von ihm war mal der spanische Vizekönig von Peru gewesen. Ja, väterlicherseits große Viehbarone, ja, also absolut ein Abkömmling der Oberschicht, aber ein verarmter Teil der Oberschicht, etwa bohemhaft eigentlich aufgewachsen. Diese Reise war wirklich eine Entdeckungsreise. Sie hat mich übrigens an den jungen Mao Zedong erinnert, der in dem Moment, wo er erstmal eigentlich ein linksnationalistischer Revolutionär ist, bevor er Kommunist wird. Alle fahren seine Kommilitonen, Chu Enlai und andere fahren nach Europa im Jahr 1921. Er bleibt in China und fährt durch China und besucht sozusagen alle mythischen Stätten der chinesischen Geschichte. Und so lebt Guevara auch sehr im Mythos dieses Latinoamerika in seinem absoluten Gegensatz zum den Riesen des Nordens, wie es hier zum Beispiel in einem dieser Briefe heißt, den Yankees. Das ist auch zwischen Anglo und Hispanisch. Aber dahinter steckt ja auch eine Vorstellung von diesem Lateinamerika, die ihn immer beschäftigt hat. Nachher macht er dann ja noch diese zweite Reise, wo er dann eben in Mexiko landet und dort an diese Kubaner gerät. Nämlich, dass dieses Latinoamerika, darunter liegt die Schicht dieses Indianischen Amerika. Also er ist ja auch sowas wie ein Hobbyarchäologe. Er reist im Grunde von einer dieser indianischen Kultstätten zur anderen. Er will gewissermaßen an das mythische, steinerne Herz des indianischen Lateinamerika rühren, was da drunter liegt, aber was immer nur in den unbewegten Gesichtern dieser Indios, zu denen er nicht durchdringt, ihn auch beschäftigt. Und er denkt sehr früh, das können Sie sogar in den Motorcycle Diaries finden, dass er sich sowohl in die Rolle des Inka, des großen Inka hineinversetzt, der den Kampf um die Befreiung führt, und gleichzeitig in die Figur des Conquistadors, der die Wüsten durchquert, der mit ungeheurer Ausdauer bis ans Ende der Welt geht. Er will beides sein und er stellt sich vor, dass diese beiden Faktoren sich miteinander verbinden und vermischen. Und dazu kommt schließlich auch noch das afrikanische Element, was in Brasilien oder auf Kuba selbst natürlich dann sehr stark gewesen ist, so dass Lateinamerika in dieser Vorstellung, das geht bis an den Rand von sozusagen fusionistischen Rassentheorien, könnte man sagen,
so etwas ist wie die Menschheitsrasse, die alle Eigenschaften aller anderen Völkerschaften dieser Welt in sich vereint. Ja. Eben diese erste Frau, Hilda Gadea, eine Peruanerin mit sehr indianischen Zügen, mit der er ein Kind hat, als er ihr diese Zeilen schreibt, ist sie schwanger und sie hat das bleich gelesen, dass er ihr dort schon ankündigt, dass er weggehen wird, wurde genannt La China. Und als er dann dieses Kind hatte, diese Kleine, er sagt, er sieht sie nicht aus wie Mao Zedong. Ja? Also eigentlich waren die Indianer für ihn eine Art Chinesen. Ja? Das kommt später hinaus auf diese Vorstellung einer Trikontinentale. Ja, das war seine Idee. Dieser wurde ja auch später gegründet. Allerdings, da war er schon wieder unterwegs an anderen Fronten der Weltrevolution. 1966 in Havanna, eine Trikontinentale. Die tritt natürlich in die Fußstapfen der alten Dritten Internationale, ganz erkennbar. Also das sollte eine Internationale sein der unterdrückten Völker. Und die musste aber in Lateinamerika, da musste sich der Kampf entscheiden, Auge in Auge mit dem Weltfeind, dem US-Imperialismus, und weil Lateinamerika Asien wie Afrika in sich trug. Ja. Also eine sehr romantische Vorstellung von dieser Trikontinentale. So kommt er, habe ich schon gesagt, in Mexiko an die Gruppe dieser Kubaner, um Fidel Castro herum, Anwalt, ebenfalls aus der Oberschicht stammend. Das ist ja auch ein etwas ironisches Faktum, dass bis heute eigentlich die kastristische Führungsgarde eigentlich, während Kuba immer schwärzer wird, rein weiß ist im Wesentlichen. Er war aus der Oberschicht stammend, der Vater war ein reich gewordener Großgrundbesitzer, ein ehemaliger spanischer Kolonialsoldat, allerdings wohlhabend, aber er war zum Beispiel ein illegitimes Kind. Er lebte mit seiner Dienstmagd zusammen auf dieser Hacienda. Ja, also wie so ein Krautjunker eigentlich. Sie müssen sich so eine Hacienda vorstellen. Da ist die Poststation, da ist die Bäckerei. Alle leben sozusagen unter seiner Fuchtel und er zu Pferd reitet über seine große Zuckerhacienda, alles seine Leute. Und so lebte er also mit der Dienstbotin zusammen, hatte mit ihr 5 Kinder. Ja, Raoul war dann der Nächste in der Reihe. Und ganz klassisch, der eine muss Anwalt werden, der andere soll Militär werden. So schickte er seine Kinder auf die Akademien, aber sie waren eben aus illegitimer Ehe, katholisches Land. War nicht so einfach. Also beide kommen eigentlich aus Oberschichtfamilien, aber ein bisschen abgesunken, verarmt oder illegitim. Ja, da war ein Stachel drin, warum man dann nicht in diese Oberschichtenkarrieren einrückte. Dieser Fidel Castro hatte 1953, nachdem ein gewisser Fulgencio Batista, ein ehemaliger Sergeant, aus der Armee wieder mal die Macht ergriffen hatte, gegen ihn geputscht, kann man sagen, also gegen eine große Kaserne überfallen, die Moncada-Kaserne in Santiago. Es war ein bewaffneter Aufstandsversuch gegen diese illegitime Machtergreifung Batistas, der als Präsidentschaftskandidat keine Chance hatte. Aber auch eine etwas ironische Situation, denn dieser Batista, den man jetzt, also das gehört ja zur großen Legitimität der kubanischen Revolution, dieses blutige Batista-Regime wurde also durch diesen Aufstand dieser Bärtigen dann gestürzt. Schön und gut. Nur Batista war eine der großen Figuren der eigentlichen kubanischen Revolution von 1933 gewesen, der einer derer war, die diese Revolution angeführt hatten, aus der Armee heraus, als ein Mulatte, ein schwarzer Feldwebel, ja, der sich der eine Art Bartholomäusnacht unter dem alten Offizierskorps anrichtete und sich an die Spitze setzte, der in den 30er und 40er Jahren ganz auf der Linken operierte. Er war der Vater der fortschrittlichsten Verfassung Lateinamerikas, der Batista-Verfassung von 1940, mit sehr viel sozialen Rechten, mit Unterstützung der kommunistischen Partei, die nicht sehr stark war. Und noch im Jahr, habe ich gefunden, 1944 gibt es ein Gedicht eben von Pablo Neruda,
dem großen kommunistischen Dichter dieses mythischen Lateinamerika, auf Batista als den Sohn des Volkes, ja, den die Yankees von der Macht vertreiben wollen, weil sein Kandidat, er durfte nicht mehr selber kandidieren, nicht zum Zuge kam. Aber er war dann korrumpiert, war in die USA gegangen, kam zurück, wollte wieder kandidieren. Und als das nicht klappte, führte er dann so einen Jungtürkenputsch an. Dieses Kuba der 50er Jahre war ein vergleichsweise entwickeltes Land. Es war ungefähr auf demselben Niveau neben Argentinien, das entwickelste Land Lateinamerikas. Sie dürfen es sich nicht vorstellen wie Haiti oder so. Havanna war eine der großen modernen Metropolen Lateinamerikas. Das war Fluch und Segen, sehr eng in die Arbeitsteilung der USA. Es war keine Kolonie. Seit 1933 war auch dieser Hegemonieanspruch der USA erledigt. Es war ein unabhängiges Land. Aber es war sehr eng in die Arbeitsteilung der US-Wirtschaft eingebunden. Später als Wirtschaftsminister hatte Guevara mal die Vorstellung, es könnte so ein sozialistisches Japan. Er hatte Japan bereist und war sehr beeindruckt, wie Japan so aus der Asche heraus sich erhoben hatte und dachte, es könnte so ein sozialistisches Japan werden. Naja, ein Japan der Karibik hätte es vielleicht werden können. Japan hatte damals 4 Autos pro 1000 Einwohner. Kuba hatte 24. Es war ungefähr auf demselben Niveau wie einige südeuropäische Länder, wie die Südstaaten der USA. Und es war auch nicht alles vom amerikanischen Kapital beherrscht. Das kann man überhaupt nicht sagen. Aber es war orientiert auf den amerikanischen Markt. Und das war natürlich ein Stachel für alle Linksnationalisten. Und das war Castro eigentlich erstmal. Er war ja überhaupt kein Sozialist. Also er wollte das Losreißen von den USA und er wollte diese Figur von dem Batista stürzen mit einer ganz auf ihn schon zugeschnittenen Bewegung. Eben einer Bewegung des 26. Juli, wie sie dann hieß, genau an diesem Datum dieses Angriffs auf die Moncada-Kaserne. Ein ziemlich selbstmörderisches Unternehmen. Naja, er wurde nach 2 Jahren amnestiert, obwohl es 2 Dutzend Tote gegeben hatte. Was zeigt, dass das Batista-Regime eher eine Halbdiktatur war. Es gab eine freie Presse, es gab noch Parteien und es gab Amnestien. Also da er eben ein Angehöriger der Oberschicht war, wurde er freigelassen nach 2 Jahren, ging aber dann nach Mexiko und rüstete sich für eine Expedition, die dann dieses Batista-Regime, was auch in der Tat immer blutrünstiger dann wurde mit Todesschwadronen, aber immer um die Gesellschaft im Schach zu halten, eine durchaus noch kritische und keineswegs gleichgeschaltete Gesellschaft, um das zu stürzen. In der Hinsicht wandelte Castro auf seinen eigenen Traumfaden, könnte man sagen. Er wollte ein neuer José Martí werden. Das war der Held der Befreiungskämpfe gegen die Spanier. Es war ja die letzte spanische Kolonie gewesen. Die große Plaza de la Revolución in Havanna ist ja die große Statue von José Martí. Auch so ein Dichter Guerillero, der auch eine Landung gemacht hatte von den USA aus, um damals eben gegen die Spanier zu kämpfen. Vor jeder Schule steht José Martí. Er wollte ein neuer José Martí werden. Auch diese Plaza de la Revolución stammt aus der Zeit von Batista. Batista hatte die Statue hingestellt. Jeder in Kuba hat sich nämlich auf Martí berufen. Jede Partei in Kuba bezog sich auf José Martí. Und in dem Namen jeder Partei auf Kuba kam im Übrigen das Wort Revolucionario vor. Es gab überhaupt keine Partei, die nicht Revolucionario war. Ja. Also die Liberalen waren Revolucionario, die Konservativen waren Revolucionario, Authentico, Orthodoxo, also alle waren Revolucionario.
Und naja, so, also wenn wir auf das Bild des heutigen Kuba schauen, dann kommt schon ein starker Zug von Melancholie ins Bild, weil natürlich alle diese wunderbaren Rostlauben, die aus den Bildern sehen, sind natürlich die Autos aus der Zeit. Ja, die einzige große Straße, die es gibt, die ist unter Batista in den 50er Jahren gebaut worden, die Autostrada Nummer 1. Ja, mit mehr Schlaglöchern als heiler Piste. Der Flughafen ist in der Zeit gebaut worden. Es ist eigentlich fast sehr wenig dazugekommen, muss man sagen. Ja, das ist in dem Sinne eine lange Geschichte eines industriell gesehen und vom Entwicklungsniveau gesehen her Niedergangs dieses Landes. Der Impuls war ein Linksnationaler, sich losreißen von den USA. So fuhren sie dort rüber, eben in der Tradition dieser alten kubanischen Befreiungsoperationen aus dem 19. Jahrhundert. Und so saßen sie dort in den Bergen der Sierra Maestra, und so zogen sie in Havanna ein, weil das Batista-Regime eigentlich implodierte, gegen eine sehr breite gesellschaftliche Widerstandsfront. Die Castro-Guerilla war eigentlich nur ein Flügel dieser Widerstandsbewegung, die es in x verschiedenen Varianten gab, die alle sich auch tollkühn in Aktionen, in Angriffen auf den Präsidentenpalast, also in Aufständen von jungen Militärs, also einer nach dem anderen war niedergeschlagen worden. Die saßen dort in den Bergen. Es war ja kein großer Kampf, den sie dort zu führen hatten. Und es ging nicht mehr ohne sie. Und insofern war dann dieser Fidel Castro, der dann einzog, der charismatische Mensch, der erstmal sagte, er hat keine Ambitionen auf die Macht. Er will nur die Batista-Verfassung von 1940 wieder in Kraft setzen. Dafür wurde gekämpft. Ja. Und dann wird er bescheiden ins zweite Glied zurücktreten. Also es war erst einmal eine Regierung der Fachleute, aber hinter ihrem Rücken, und das war dann Guevara, der sich selber auch schon als Kommunist sah, ja, was niemand sonst laut hätte sagen dürfen. Aber er sagte das auch und er betrachtete sich so. Kein orthodoxer Kommunist, ein selbstgestrickter. Holte dann auch Kader der kommunistischen Partei in diese Bewegung hinein. Und mit dem linken Flügel machten sie alle möglichen Pläne, die auf die Auflösung dieser Armee herausliefen, die eigentlich gerade Batista gestürzt hatte, die auf den Aufbau einer Geheimpolizei hinausliefen, die auf eine Landreform hinausliefen, die letztlich eine Kollektivierung war. Ja. Also sie machten eigentlich hinter der Fassade dieser Regierung der Fachleute, die das Aushängeschild war, machten sie alle möglichen Pläne. Und dann wurde diese Regierung ganz schnell demontiert und Castro sagte, er tritt jetzt erst einmal zurück. Und dann wurden die USA, die natürlich in Zeiten des Kalten Krieges hochnervös waren, was dort vor ihrer Küste passierte, wurden eben immer misstrauischer. Dann war es eben aber auch so, dass eben auch mit den Sowjets, die gar nicht vorbereitet waren auf diese kubanische Revolution, die daran auch keinen Anteil hatten, die das auch missbilligt hatten, eigentlich dieses Abenteurertum. Aber jetzt waren die da und wandten sich an sie. Und so fingen sehr schnell Geheimgespräche mit der Sowjetunion an, was die Amerikaner genau vermuteten. Dann eben eskalierte das sehr schnell, so dass die Beziehungen erst wirtschaftlich und dann auch sonst abgebrochen wurden und dann Kuba sich sehr offensiv den Sowjets auch aufdrängte geradezu, ihr müsst uns jetzt unter euren Schutz nehmen. Das war dann diese berühmte Geschichte mit eben den Atomraketen, die stationiert wurden. Es war Guevara gewesen, der darauf gedrängt hatte, wir müssen uns unter den Atomschirm der Sowjets begeben. Er hatte das ausgehandelt. Auf einer Mole, müsste sich vorstellen, in Jalta zu viert. Er, Khrushchev und er mit einem Dolmetscher und Khrushchev mit einem Dolmetscher. Und dann wurde das in einer geheimen Operation eben abgewickelt.
ein ziemlich großes Kontingent von 17.000 sowjetischen Soldaten mit ziemlich vielen Raketen, als die Amerikaner im Jahr 92 über die Kuba-Krise sich schließlich die sowjetischen Akten hatten, waren sie ziemlich bleich um die Nase. Weil obwohl sie ständig ihre U-2 hatten und es dann mitbekamen, mit so einem Kontingent hatten sie nicht gerechnet. Ja, und dann, Sie wissen, kam es zu dieser Krise. Aus dieser Krise stammen die ziemlich erschreckenden Zitate von Guevara gerade, der also mehr als einmal sagte, dass wenn sie die Raketen gehabt hätten und die Amerikaner hätten sie angegriffen, dann hätten sie sie auch abgeschossen auf New York und andere Städte. Oder sie hätten es auch in Kauf genommen, dass sie in einem atomaren Schlagabtausch verglüht wären und dann wäre aus der Asche dieses atomaren Krieges der neue Mensch entstanden. Man muss wiederum dazu sagen, das sind alles Ex-Post-Formulierungen. Ja? Wir hätten es im Konjunktiv, denn die Sowjets hatten die Raketen Gott sei Dank nicht aus der Hand gegeben, sondern haben sich ja dann mit den Amerikanern geeinigt und haben sie wieder abgezogen. Guevara war zu der Zeit, wie gesagt, die treibende Kraft der Radikalisierung auch im Hintergrund. Er war der, der dann praktisch die gesamte Landwirtschaft und Industrie, der einen Industriediktator unter sich hatte. Und Kuba machte eine schnellere Kollektivierung als eigentlich alle anderen sozialistischen Länder, auch die Sowjetunion, auch China. Ja. Eine Totalkollektivierung in allerkürzester Zeit, für die man dann natürlich die Materialien auch brauchte. Ja, und da alles aus amerikanischer Produktion war, alle Ersatzteile, alle Handbücher, ja, alles, musste das umgestellt werden und das konnte nur in ganz großem Stil passieren und das konnten nur die Sowjets leisten, die das schon dann als strategisch vorgeschobenen Punkt hielten. Aber bei Guevara war es immer so gewesen, dass er gesagt hatte, er ist Argentinier. Che hieß ja, es war ja ein Spitzname. Also als Argentinier sagt er immer Che. Das heißt so wie Hey oder es war so eine Redewendung. Ja, also man könnte ihn als Hey Guevara. Es war so die Anrede von seinen Kumpels dann. Hey Guevara. Ja. So könnte man das übersetzen. Also es hieß der Argentinier. Ja. Er war im Übrigen auch der Herr der Revolutionsgerichte, die in diesen ersten Monaten dort oben auf der Cabaña jeden Tag eine Serie von Leuten erschossen. Und dazu passt vielleicht dieses Foto. Das sind die Batista-Leute, die zusammengetrieben wurden. Die Großkopfeten des Regimes waren ja alle weg. Also das waren die, die nur nach dem Umsturz zusammengetrieben wurden. Naja, schauen Sie sich an. Sehr schwarz. Ja? Das Batista-Regime war ein Aufsteigerregime eigentlich, der Aufsteiger aus der Armee, sehr viele Spitzel, kleine Fische eigentlich, die dann reihenweise eben erschossen wurden. Manche, ein paar dicke Fische, die man hatte, auch in großen Schautribunalen, die im Fernsehen übertragen wurden. Das Ganze war eine Telegratie von vornherein. Fidel Castro war ein Telegrat vom ersten Moment an. Jemand, das ist in der Geschichte der kommunistischen Bewegung einzigartig, der nur mündlich herrschte. Ja, es gibt keine Texte von Fidel Castro. Ja, jeder kommunistische Führer des 20. Jahrhunderts hat einen Kanon von gesammelten Werken hinterlassen. Ernesto Guevara hatte den Ehrgeiz, die gesammelten, einen Guevarismus zu entwickeln. Also er hatte einen hohen theoretischen Ehrgeiz auch. Castro nicht. Castro redete. Er hat ungefähr 10.000 mehrstündige Reden gehalten, von denen man nicht weiß, welche aufgezeichnet sind, welche nicht. Und das war natürlich eine ganz einzigartige Herrschaftsmethode, die in dem Moment zum Zuge kam, wo er alle anderen ausmanövriert hatte. Das Volk ihn bat, da zu bleiben. Er war erst mit großer Geste zurückgetreten. Ja, und dann hat das Volk ihn gebeten, bleib bei uns. Ja, also kam er zurück. Und dann gab es eigentlich nur noch ihn. Er entmachtete seine eigene Bewegung. Alles lief über Fidel und Raúl als immer die graue Eminenz im Hintergrund. In dem Sinne waren es immer die Gebrüder Castro,
die dran waren und die bis heute noch dran sind, was in der Geschichte auch des 20. Jahrhunderts, glaube ich, ziemlich einzigartig ist. 50 Jahre, die Mehrzahl der Kubaner kennt nichts anderes als das Regime der Gebrüder Castro. Und ohne ihn wurde keine Brücke gebaut und kein Buch gedruckt und keine Straße gebaut, wenn eine gebaut wurde. Alles lief über ihn. Das ist ziemlich einzigartig. Und Che war der charismatische Mensch dann auch für die Außenkontakte, der durch die Welt reiste, der aber immer gesagt hatte, und der Wirtschaftsdiktator, kann man sagen, der Zar, der auch die Banknoten unterschrieb, alles in einem, der eine sehr radikale Vorstellung hatte, dass alles eigentlich in einen großen Topf kommen muss und dann rückverteilt werden muss. Also er war ein wirklicher Radikalsozialist. Aber er hatte immer im Hinterkopf, er muss weiterziehen. Ja. Da kommt die Quijote-Manur, sein eigener Quijote-Mythos zum Vorschein. Er wollte eben, das hat er von vornherein gesagt, nur 5 Jahre bleiben. Und so machte er es dann auch. Das gehörte zu seinem Charisma. Er gab alles auf, hatte ja dann doch sein Haus und Frau, Kind, alles in Havanna. Nein, er gab alles auf und sammelte eine Truppe, die ja erst in den Kongo ging. Das war die erste große Aventüre von ihm. Er schrieb ja auch immer seine eigene Geschichte. In der Hinsicht kann man ihn, ich bin so ein bisschen Kommunismusforscher, deswegen muss ich immer etwas diese typologischen Vergleiche machen. Das ist auch, womit ich mich jetzt beschäftige, mit einer vergleichenden Geschichte der kommunistischen Bewegung im 20. Jahrhundert. Da kann man ihn nur mit Trotzki vergleichen. Er schrieb nämlich immer seine eigene Geschichte. Es gibt ja das kubanische Tagebuch, so heißt es. Das authentische Tagebuch kennen wir nicht, wohlgemerkt. Ja, wir kennen von vielem überhaupt nicht die authentischen Dokumente. Also eine wirkliche Biografie könnte heute nicht geschrieben werden, weil das liegt alles in den kubanischen Archiven und ist nicht zugänglich. Aber er überarbeitete nach seinen Tagebüchern, seinen Notizen, schrieb er dann eine Art literarischen Bericht. Und so hieß der Bericht über den Kampf in der Sierra Maestra, Pasajes de la Revolución Cubana, ja. Passages, das sind so Passagen, also auch eine Kampagne, eine Überfahrt, ein Kapitel. Ja, und so hier in Afrika schrieb er auch später einen Bericht, der aber erst in den 90er Jahren überhaupt in seiner überarbeiteten Form bekannt wurde. Das waren dann die Passages de la Revolution in el Congo. Ja. Also sein Leben vollzog sich in Passages, in literarisch selbst beschriebenen Schritten. Ja, so hat er sich das vorgestellt und deshalb vergleiche ich mit Trotzki, weil Trotzki, der sogar in der dritten Person, der sprach über sich wie Julius Caesar in der dritten Person, Trotzki fährt jetzt dahin, Trotzki ordnet das an, Trotzki führt hier den Angriff, Trotzki macht das. Ja, also Trotzki wie Julius Caesar schrieb bei seinem Feldzügen in der russischen Revolution seine eigene Geschichte, so auch ein bisschen Guevara. Ja, also auch das gehört wieder so in den Bereich dieser Traumfarbe. Ja, über diese Kongo-Geschichte, man sieht ihn hier rechts ganz abseits sitzend, immer lesend, immer Notizen machend. Ja, er fuhr dorthin ja mit einer Truppe, wie Sie sehen, von schwarzen Kubanern, ja, die diesen Kongolesen, es gab dort so eine linke Guerilla nach der Ermordung von Lumumba, die dort kämpfte. Es war nicht Kongo, war der große Kampfplatz Afrikas zu der Zeit, nur die wussten nichts davon, dass die kommen. Ja, und er wollte dort die trainieren, er wollte sie zusammenbringen. Es durfte niemand wissen, dass er überhaupt da war. Er reiste dann ja immer, 3-mal hat er das gemacht, mit so einem anatomisch verwandelten Gesicht, ja, unter falschen Papieren. So tauchte er dort auf, angeblich nur der Dolmetscher dieser Truppe, und wollte also diesen Krieg dort organisieren und in die Hand nehmen. Und das ging natürlich fürchterlich schief. Das war eine der großen Niederlagen. So hatte er es auch empfunden. Wieder kommt da sein Don Quixote-Wesen in ihm zum Vorschein. Sie mussten ihn am Schluss, seine eigenen Kubaner mussten ihn mit fast vorgehaltener Pistole dort rausholen, weil er sagte, es fehlten noch Leute. Die waren verschollen. Sie hatten Tote gehabt. Man lässt keine Leute zurück.
Und er wollte sich über 1000 Kilometer zu einem letzten anderen Guerillaherd mitten im Kongo mit 10 Getreuen durchschlagen. Ja, das war seine Vorstellung. Irgendwo so im Hintergrund ein bisschen Maos Langer Marsch oder es gab ja eben diesen Luis Carlos Prestes, das war sozusagen der lange Marsch in Lateinamerika gewesen, der lange Marsch der Colonna Prestes. Also all solche Vorstellungen waren im Hintergrund und die hatten dann von Fidel Castro Befehl, nichts, ihr holt ihn da raus. Ja. Und so mit fast vorgehaltener Waffe haben sie ihn herausgeholt. Deswegen hat man über diesen Bericht über die Kampagne in Afrika erst in den 90er Jahren erfahren, weil es der Bericht einer eklatanten Niederlage. Und so hat er das auch verarbeitet. Und nun hatte aber Castro in seiner Abwesenheit seinen Abschiedsbrief verlesen. Alle Welt fragte sich nämlich, wo ist dieser Fidel Castro, Guevara, der auf allen Konferenzen gewesen war, der die Welt bereist hatte, der eines der Aushängeschilder dieses Regimes war, der war plötzlich verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Es gab Gerüchte, es hat eine Auseinandersetzung gegeben, man hat ihn umgebracht, er ist in der Psychiatrie in Kuba, er ist dort gesehen worden oder dort gesehen worden, er war verschwunden. Ja. Und weil dieser Druck doch immer stärker wurde, weil die Spekulationen auch in Kuba immer stärker wurden, hat dann Fidel Castro in dem Moment, wo er seine eigene kommunistische Partei kreiert hat. Castro schafft sich seine eigene kommunistische Partei. Im Jahr 1961 verkündet er seinem Volk, dass er eigentlich schon immer Marxist-Leninist gewesen ist und dass das die Befreiung der Weltanschauung schlechthin ist und es wird gewissermaßen das kubanische Volk 2 Jahre nach der Revolution auf den Marxismus-Leninismus getauft. Ja, und Castro schafft aus der Retorte seine eigene kommunistische Partei, die vollkommen auf ihn zugeschnitten ist und die auch sehr wenig im Übrigen in der Praxis zu sagen hatte, also auch sehr eigentümlich. Und dort bei diesem Kongress, wo es dann um die Wahl eines Zentralkomitees geht, da sagt er, ein Name fehlt natürlich. Alle fragen sich, warum fällt dieser Name nicht? Unser Genosse, Kommandante Che Guevara. Ja. Und dann holt er ein Zettelchen raus und hat diesen Abschiedsbrief verlesen, an ihn, Fidel, persönlich. Ja, Fidel, du weißt, ich erinnere mich an unsere, jedes kubanische Kind hat es auswendig gekonnt, wie ein Gedicht, bis heute noch. Ja, es ist wie ein Gedicht, Fidel, als wir uns im Haus von Maria Antonia trafen, da hast du mir gesagt und ich habe dir gesagt und so weiter. Und jetzt muss ich Abschied nehmen und so weiter. Ja, also dieser Abschiedsbrief, wo sollte er jetzt hin? Und daraus entstand dann sehr hektisch eigentlich dieses Projekt dieser letzten bolivianischen Kampagne. Eigentlich wollte er eher nach Peru. Da hatte er über seine erste Frau, Hilda Gadea, Bezüge zu. Da gab es auch Ansätze einer Guerilla. Die waren aber gerade wieder zerschlagen worden. Letztlich wollte er eigentlich zurück nach Hause, nach Argentinien. Er schrieb auch an seine Eltern sowas, meine müden Knochen will ich eines Tages wieder sozusagen in heimische Erde betten und so etwas. Also er hatte Heimweh auch, ja. Aber in Argentinien war auch eine Guerilla, die er selber schon organisiert hatte, unter sehr kläglichen Umständen 2 Jahre vorher gescheitert. Also die Kubaner setzten ja überall so etwas wie guevaristische oder castristische Guerillaherde an, gemäß Guevaras Fokustheorie, ja, dass irgendwo in einem unwegsamen Gebiet, gestützt auf die Bauern, man einen Guerilla-Fokus entwickelt und dieser Guerilla-Fokus soll eine Mutter-Guerilla ausbilden, die eigentlich gerade unter dem Druck des Kampfes sich härtet wie ein Diamant. Ja, das war immer das Bild der Sierra Maestra, eine ganz kleine Gruppe, kann eine Armee besiegen, wenn sie nur gehärtet genug ist und dann Leute an sich heranzieht und dann in Kolonnen ausschwärmt. Und so kamen sie auf Bolivien, weil Bolivien ist dieses zentrale Land in der Mitte Lateinamerikas. Es waren Peruaner dabei, es sollten Brasilianer dazu stößen, es kam dann Ciro Bustos mit dem Franzosen Debré, Argentinier, auch Tamara, die Verbindungsfrau in La Paz, war eben Deutsch-Argentinierin, reiste auch zum Teil nach Argentinien rüber.
Chile war das Rückzugsland. Da sollte erstmal kein Guerillakampf, weil das war ein demokratisches Land, wo man eben den als Rückzugsraum nutzen wollte. Und dann gab es dieses Bolivien. Und dafür rüstete er dann eine neue kleine Gruppe von Leuten aus. Das waren seine engsten Gefolgsleute aus der Sierra Maestra, seine ehemaligen Kindersoldaten, einige Leute, die es zu was gebracht hatten, sogar Minister waren. Ja, also sie müssen, manche waren auch älter schon. Und das war so in der ersten Phase. Sie wurden infiltriert auf ganz konspirativen Wegen. Wieder wusste niemand etwas davon, außer einer ganz kleinen Gruppe von Dissidenten der verschiedenen kommunistischen Fraktionen, sowohl der kommunistischen Partei wie der maoistischen Gruppen, die es ja auch gab. Das Ganze spielt ja auch in der Zeit des großen Bruchs zwischen China und Russland. Ja. Er sammelt also eigentlich Dissidenten von Oppositionsparteien auf, aber sie waren insgesamt nicht mehr als 40, dann 50 Leute. Und sonst wusste niemand etwas von ihnen. Und das fällt eben doch auf in dieser, alles passiert in einer hochkonspirativen Aktion, sammeln sie sich dort in einem sehr entlegenen Waldgebiet. Und ja, wollen sie sich dort eigentlich erst trainieren, zusammenfinden. Sie bauen Depots. Sie haben eine Bibliothek mit 600 Büchern dort angeschleppt, aber kein funktionierendes Funkgerät und keine Karten der Gegend. Ja, es war der Clou sollte gerade die völlige Abgelegenheit sein. Da sollte man sie nicht entdecken. Aber gerade weil es so abgelegen war, wurden sie ganz schnell entdeckt, weil natürlich die paar Farmer, die es dort gab, sagten, was ist da los? Wer ist das? Und der Nachbarfarmer, Nachbar hieß 10 Kilometer entfernt, dachte, das war der Beginn des Coca-Booms, nämlich, da machen Leutchen ein Coca-Labor, ja, dann kam er dort vorbei mit seinen Leuten, er hatte Peones, also Knechte, und fing an, sie zu erpressen, ja. Wollte auch ein bisschen beteiligt werden. Und fing dann an, darüber zu erzählen. Und so flogen sie eigentlich sehr schnell auf. Und dann kamen die ersten Armeepatrouillen und dann waren sie eigentlich eben auf der Flucht. Und insofern war dieses Unternehmen, obwohl Bolivien ein ziemlicher Hexenkessel zu der Zeit war, von Streiks der Bergarbeiter, ja, Demonstrationen der Studenten, gegen auch so ein allerdings sehr populistisches militärisches Regime, was dort war, was sehr viel Rückhalt hatte bei den Bauern. Aber zu alledem hatten sie keinen Bezug, sondern sie deklarierten sich jetzt als die Befreiungsarmee Boliviens. Ja, sie waren halbe Kubaner und Bolivianer, aber ganz zusammengewürfelt, auf dem Höhepunkt 50 Leute, und waren eigentlich nur auf der Flucht. Und die Flucht führte sie eigentlich wie in so einer langen Acht immer im Kreise. Und Tamara, die sich befehlsgemäß, weil sie dieses Doppelspiel nicht mehr, also entgegen ihren Befehlen, sie brachte die Leute im Jeep dort einen nach dem anderen darunter, aber weil sie dieses Doppelspiel nicht mehr aushielt, sie bewegte sich in der High Society, ein Society Girl im Grunde in La Paz, und wollte sich dieser Gruppe anschließen, also fuhr sie dahin und dann war ihr Jeep entdeckt und dann konnte sie auch nicht mehr zurück. Und so wurde sie den Fußkranken und den als Deserteuren Verdächtigen der Nachhut einverleibt. Das war sozusagen die Fußkranken und die Verdächtigen, die da in einer eigenen Truppe marschierten und die schon 4 Wochen vor der Haupttruppe dann umkamen. Um sie zog sich dann eigentlich langsam das Netz immer enger über einige Monate hinweg. Und dann war ja eben auch klar, dass er dort ist, weil die Armee die Depots entdeckt hat. Sie machten eben diese Fotos von sich. Ja, also es führten alle möglichen Leute Tagebuch, er auch. Das bolivianische Tagebuch ist das einzig authentische Tagebuch, was wir von ihm haben. Aber es gibt mehrere Tagebücher. Ja, viele führten Tagebuch. Tamara wohl auch, aber das ist, weil sie im Fluss ertrunken ist und erst 4 Wochen später gefunden wurde, wohl zerlaufen. Das gibt es nicht. Und das sind alles Fotos
aus Bolivien, die die Armee erbeutet hat, in den Rucksäcken oder in den Erddepots. Ja. Und danach konnten sie sehr genau dann feststellen, mit wem sie es zu tun hatten. Und aber eigentlich erst in der letzten Phase, um das noch zu sagen, kamen sechs CIA-Amerikaner und Ausbilder, die diese sehr schwache bolivianische Armee anfingen zu trainieren, ihnen Funkgeräte gaben, eine Ranger-Truppe trainierten. Diese Ranger-Truppe spielt aber eigentlich nur in der allerletzten Phase des Kampfes eine Rolle. Im Großen und Ganzen waren sie nur auf der Flucht. Und insofern gewinnt das dann so etwas Züge eines epischen, ja, Todesmarsches, kann man wirklich sagen, ins Verderben, bis sie dann am Schluss eben auch ihn in seinem letzten Gefecht haben. Das ist auch so ein Foto, was ich nie irgendwo gesehen habe. Sie sehen ihn ein bisschen wie aus dem Leben eines Taugenichts. Also er liegt dort in dem Gras. Das waren doch die etwas abenteuerlichen Anfangsgründe. Nachher wurde es immer härter. Es gab wenig Wasser, es gab fast nichts zu essen. Er hatte keine Medikamente mehr, ja, weil die waren auch in diesen Erddepots. Und insofern war ein Großteil der militärischen Bewegung darauf ausgerichtet, Medikamente von dem Kommandeur zu besorgen. Sie überfielen eine kleine Stadt, um in der Apotheke Asthma-Medikamente zu finden, die sie nicht gefunden haben. Also zum Schluss ritt er so halbtot auf einem Maultier eben mit seiner Truppe und einer nach dem anderen desertierte oder sie hatten Gefechte, wo dann auch eben Leute nacheinander fielen. Ja, und dann war er schließlich gefallen und das ist auch ein Foto, was ich vorher nie gesehen habe. Es wurden vor seinem Tod Bilder gemacht. Ja. Und das ist wohl der Moment, wo eben klar war, er rechnete nicht unbedingt damit, hingerichtet zu werden. Es war auch so, dass der CIA-Mann, der dabei war und der versuchte, ihn zu verhören, ein Kubaner, ein Exilkubaner wohlgemerkt, das waren die Exilkubaner, er merkte das am Akzent, er hat es mit Kubanern zu tun, ja. Die bei der Schweinebucht-Aktion dabei gewesen waren, also alte Contra-Guerilleros, ja, wirkliche Contra-Guerilleros, der hat auch später auf allen möglichen Fronten, auch in Afrika, auch in Nicaragua, überall waren diese Contra-Kubaner auch unterwegs, genauso wie die Castro-Kubaner. Der verhörte ihn und die Amerikaner wollten nicht, dass die Armee ihn hinrichtet. Aber die Armee, diese Militärjunta, hatte vorher diesen Prozess gegen Regis Debré gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben oder sich daran erinnern. Ein Franzose, der sich dieser Guerilla anschließen wollte, mit ein Theoretiker des Guerillakrieges auch, heute ja so eine der großen Figuren des intellektuellen Lebens in Paris. Dieser Regis Debré war dazugestoßen, sollte dann rausgeschleust werden wieder und wurde gefangen und der bekam einen Prozess und da setzte sich der General de Gaulle, da setzte sich der Papst, alle setzten sich für das Leben von Debré und den zwei Mitgefangenen ein, die auch in der Tat gefoltert worden waren. Das heißt, die Armee stand plötzlich am Pranger. Die Armee wollte diesen Prozess führen, um zu sagen, wir sind Opfer einer Aggression von außen. Ja, und stattdessen drehte sich das um und sie standen am Pranger. Ja, und deswegen war ihnen klar, und dieser Beschluss war schon vorher gefasst, wenn wir ihn bekommen, werden wir so tun, als sei er im Kampf gefallen. Ja, und das haben sie dann eben auch gemacht. Und das sind dann eigentlich diese berühmten Fotos, wo sie also auf die Wunden hinzeigen. Sie müssen sich vorstellen, dass sie ihn für diese Vorführung der wenigen Journalisten, die da waren, hergerichtet hatten. Sie hatten ihn mit Formalin vollgepumpt. Sie hatten ihm den Bart und die Haare geschnitten. Ja. Und sie führten ihn also in dieser Weise hergerichtet vor und jeder, der dabei war, konnte sehr schnell sehen, dass an diesen Wunden er nicht einen Tag später erst gestorben sein kann, sondern dass das Wunden waren, die tödlich waren und die in dieser... Also es dauerte ungefähr 2 bis 3 Tage, bis klar war, dass sie ihn ermordet hatten.
Ja, und eigentlich von diesen Fotos ging dann eben noch einmal eine ganz eigene Wirkung aus, weil diese Fotos, stellen Sie sich vor, dass das ein sehr katholischer Kontext war. Das sind Fotos gewesen wie von einer Kreuzabnahme Christi. Ja, so hat es jeder sofort gesehen. So wurde es auch sofort auch von den linken Poeten Lateinamerikas interpretiert und gesehen. Und so eigentlich machten sie ihn unsterblich. Und der andere, der ihn unsterblich machte, war Castro. Castro war sehr schnell im Bilde, was gewesen war. Es gibt auch sehr viele Diskussionen, warum haben sie nicht versucht, sie noch rauszuholen. Sie hatten eine andere Truppe aus Venezuela kurz davor, in auch einer sehr aussichtslosen Lage, mit einer hochprofessionellen Armee-Operation herausgeholt. Warum nicht ihn dort in Bolivien? Darüber kann man verschiedene Gedanken sich machen. Wie auch immer, sie wussten ziemlich gut Bescheid. Und schon, also eine Woche nach diesem Tod, war es dann Castro, der vor 1 Million Menschen in Havanna in einer ganz großen nächtlichen Rede ihn gewissermaßen zur großen, legendären Ikone der Revolution erhob und der eben in diesen berühmten Sentenzen, die auch später dann jeder Lehrer und jedes Kind und alle, wenn ihr wissen wollt, wie der Mensch der Zukunft sein soll, er soll sein wie Che, wenn ihr euch fragt, wie ihr eure Kinder erziehen sollt, sie sollen werden wie Che, ja, und so weiter. Also so ein ganzer Gospel sozusagen, in dem er ja zu einem Heiligen eigentlich gemacht wurde, der eben als so ein ideales Über-Ich über den Wassern schwebte. So ist das mit heiligen Figuren. Wenn alle so selbstlos wären, alle so sich für das Gemeinwohl aufopfern wie Che, dann wäre alles anderes. Ja, also sozusagen die niederen menschlichen Triebe gegen dieses hehre Ideal dessen, der sich für das große Ganze geopfert hat. Und Havanna war damals natürlich auch der Platz, wo die westlichen linken Intellektuellen hinströmten. Es gab dann kurz darauf, Anfang 67, einen großen Kongress der europäischen Intellektuellen, wo alles war, was Rang und Namen hatte, aus Frankreich, aus Italien, aus Deutschland, alle waren dort. Ja, Havanna schien eben der Ort zu sein, so eines dritten Kommunismus, eines anderen. Es hatte diese Aura und das alles waren, das fand dann im Zeichen von eben Che Guevara statt und der linke italienische Verleger Gian Giacomo Feltrinelli war es ja dann, der auch dieses ikonografische Bild kaufte für einen kleinen Betrag, was aus einem Gemälde, aus einem Foto von 61 herausgeschnitten war eigentlich. Und das war dann, wurde in millionenfach gedruckt und lief durch die ganze Welt. Und das war dann plötzlich im Jahr 67 rund um die Welt das Bild, die Ikone des Che. Ja. Und so ist sie dann in die Geschichte eingegangen. Ja, das ist so in Grundzügen diese Geschichte. Und vielleicht, wenn Sie noch Zeit und Geduld haben und Interesse haben, lassen Sie uns noch über ein paar Aspekte dieser ganzen Geschichte etwas sprechen.